Das Motto Ladies First bleibt bestehen und auch gültig, auch wenn die Frauen hier in Östersund ein bisschen länger warten mussten. Da ging der Mond einige Male mehr auf und unter. Kaisa Mäkäräinen, die Weltcup-Gesamtsiegerin. Im letzten Jahr schon zum zweiten Mal Triumphatorin einer Gesamtwertung. Deshalb darf sie hier im gelben Trikot antreten. Ist guter Dinge, kann sie auch die Weltmeisterschaften im nächsten Jahr dann in dieser Saison in Kontiolahti. Da will sie groß auftrumpfen und bis dahin möchte sie, wenn irgend geht, ihr gelbes Trikot verteidigen. Kaisa Mäkäräinen, mittlerweile 31 Jahre alt. Im letzten Jahr zweimal auf dem Podium im Weltcup und einmal, als es dann richtig drauf ankam bei Olympia, da holte sie Bronze auf diesen 15 Kilometer. Nach oben, das ist Kaisa Mäkäräinen. Schauen Sie mal, die ist 30 Sekunden nach Scardino gestartet und hat sie jetzt schon ein. Donnerwetter! Super erste Runde von Kaisa Mäkäräinen, gekrönt durch ein fehlerfreies Schießen. Das hat auch Nadjeta Scardino geschafft. Und schon hat die Finnin 30 Sekunden gut gemacht und nicht auf irgendwen, sondern auf eben angesprochene Medaillengewinnerin von Sochi. Kaisa Mäkäräinen möchte natürlich ihre Topform dann Anfang des nächsten Jahres in ihrer Heimat zur Hand haben. Aber sie möchte, wie vorhin angedeutet, zum dritten Mal in ihrer Karriere auch das gelbe Trikot gewinnen. Vielleicht ja zum letzten Mal, vielleicht hört sie nach dieser Saison auf. Das hat sie noch offen gelassen. Ein Zwischenstand nach diesem ersten Schießen. Kaisa Mäkäräinen also deutlich voraus. 25,6 Sekunden dahinter, fehlerfrei geblieben. Franziska Hildebrand im Moment auf Platz 4. Nochmal der Blick auf Kaisa Mäkäräinen. Ein bisschen Wind geht. Den hat sie perfekt beherrscht. Trainiert über den Sommer fast immer allein und auch sehr gern. Zwei Jahre mal mit einem Olympia-Zweiten im Kleinkaliber-3-Stellungskampf zusammengearbeitet, was das Schießen anbelangt. Eckhoff jetzt also im Training vereint, wurde mit allen abgesprochen und für gut befunden, dass das so gehandhabt wird. Kaisa Mäkäräinen hier mit der deutlichen Bestzeit insgesamt genauso wie Franzi Hildebrand einen Fehler geschossen hat. Konzentriert die ersten beiden Schüsse, dann aber doch der erste Fehler auch im Liegenanschlag für Kaisa Mäkäräinen am heutigen Tag, ihr zweiter insgesamt. Wir schauen auf Kaisa Mäkäräinen, die immer noch mit einer unglaublich guten Zeit hier unterwegs ist, trotz der beiden Schießfehler, die sie schon hat. Es bleibt bei zwei Fehlern. Körper weg und das ist der Stand der Dinge nach dem vierten Schießen. Daria Domracheva vor Kaisa Mäkäräinen, die beiden schnellsten des Sonntags aus der Mixstaffel, jetzt auch schon wieder auf den Rängen 1 und 2. Da kommt schon die schnelle Finnin Kaisa Mäkäräinen und die wird jetzt die Bestleistung von Franziska Hildebrand pulverisieren. Die stellt hier eine richtig neue, sagenhafte Bestmarke auf. Kaisa Mäkäräinen, jetzt also mit fast 2 Minuten Vorsprung, die neue Nummer 1. Das sollte, wenn hier nichts Unvorhergesehenes passiert, am Ende auch ein Plätzchen auf dem Treppchen sein. Mäkäräinen, Valentina Semerenko, dann Scardino, auch eine Olympia-Medaillengewinnerin, Witkova allesamt erwartet und dann Franziska Hildebrand.